Ja, guten Tag, meine lieben Freunde. Heute geht's zum Tierheim Delitzsch. Und ich freue mich auch hier die neue Kamera zu testen. Ich habe noch im Nachhinein festgestellt, dass ich ein paar Fehler gemacht habe, aber ich bin hier am Experimentieren und ich habe auch eine neue Videoschnittsoftware, weil das KineMaster wurde mir zu teuer und jetzt habe ich den wie heißt der Direktor? Und ja, ganz, ganz genial eigentlich. Bin aber auch am rausfinden, wie das am besten funktioniert alles. Insofern viel Spaß, meine lieben Freunde. To spend my nights out in a ballroom, liquor was the only love I know. But you rescued me from reaching for the bottom and brought me back for being too far gone. 'Cause you're as smooth Tennessee whiskey, you're as sweet as strawberry wine, you're as warm as a glass of brandy, and don't be I stay strong on your love all the time. I've looked for love in all the same old places. The bottom of a bottle's always dry. When you poured out your heart, you didn't waste it. 'Cause there's nothing like your love to give me high. You're as smooth as Tennessee whiskey. Take it away. Thank you.
to the crossroads. Skirt, skirt, skirt. You know I'm gonna be a mumble rapper. And it doesn't always in my pocket. You call out a bumper, got a chopper. I wouldn't give you a lift. If you don't lift, you know I'm gonna be a mumble rapper. And it doesn't always in my pocket. You call out a bumper, got a chopper. I wouldn't give you a lift. Give you a lift. Oh, yeah. I got Migos on the speed dial. Working on the freestyle. Raking cash and big pals. Yawning club and high miles. Don't just slide and dim. Texting me at AM, studio and PM, you'll be hearing it on FM. Mumble rapper, 100,000 always in my pocket. You call out a papa, got a chopper. I wouldn't give you a lift, if you really feel. Gel in my Amish whip, 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 whip. Versace diamonds on my drip, 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 drip. I got money on a casino chip, 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 chip. Come on, we'll charge, skip, 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 skirt, skirt, skirt. I'm catching lightning in a bottle and I'm bleeding. So, das ist das Tierheim. Jetzt versuche ich mal da reinzukommen. Das ist ja ziemlich groß, wie ihr seht. Und die Tür ist anscheinend offen. So, ich bin also jetzt hier in dem Tierheim. Und man hat mich hierher geführt und hier für die Katzen. Schön, ne? So, hier gibt es also Leinen für die Hunde. Oh, da sind sie. Ich nehme mal an, meistens sind es große Hunde. Na du? Hm? Ah, du bist ja eine Hübsche. Wie heißt du denn? Hm? Ja, brave. Hm? Ja, du bist ja brave. Ha? Ja. Wir sind ja hyperaktiv. Ha? Bisschen hyperaktiv. Ja. Ja. Du hast nur ein Auge. Ha? Ja. Seid ja süß. Seid ihr verspielt? Ja. Und das Rottweiler? Hm? Du, ja, braver. Brav, du bist schon älterer, ha? Bist du schon älterer? Ja. Ja, wer wird denn schimpfen? Ha? Sehr braver. Bring braver an. So, das ist hier quasi ein Luxushotel für Hunde und Katzen. Hm? Ist ja eine hübsche. Und hier gibt es sogar einen Teich. Wow. Schön mit Goldfischen drin. Wow. Und ein Riesengelände. Ne? Wow. Schön. Da ist gar keine Katze drin. Welcome. Das ist wohl für die Hundedressur hier. Schau mal da. Was denn? Was seid denn ihr für Plüschtiere? Ha? Was seid ihr denn für Plüschtiere? Hm? So, das war jetzt also hier im Tierheim. Und wie geht sie mit dem Tier in Kassi? I'm bleeding gold, yeah, yeah. I cry in VVS and I break the mold. I break the mold, I break the mold. You know I'm gonna be a mumble rapper. I don't know it all in my mind, yeah. You call out a bumper, got a chopper. I'm gonna be a mumble rapper.
Ja, hallo meine lieben Freunde, ich endlich mal wieder ein Gelände, nachdem ich die ganze Zeit die Straße gefahren bin. Und ich möchte mich bei diesem Video erstmal entschuldigen, dass das ist noch nicht so professionell. Ich bin gerade dabei, mich wieder einzuarbeiten, wie ihr wahrscheinlich euch vorstellen könnt, mit der neuen Software, die neue Action Cam. Da habe ich im Endeffekt herausgefunden, dass ich noch vergessen habe, eine Folie abzuziehen. Und das sind hier die ersten Versuche. Allerdings bin ich ziemlich fit wieder geworden im Radfahren. Und ich möchte dann auch viel Aktivitäten machen. Es geht natürlich um Umweltschutz, Tierliebe, vegane Ernährung. Und es geht wahrscheinlich auch bald wieder über die Philippinen, denn die Ani möchte sich ein Mobiltelefon kaufen und möchte dann immer Videos für mich bereitstellen, die ich dann schneide. Und dann geht es auch weiter mit den Philippinen. Allerdings haben wir im Moment kein Geld. Wenn jemand der Arni was spenden will, dann meldet euch bitte bei mir. Ich gebe euch dann die Kontaktdaten, wie ihr der Arni was für ihr Mobiltelefon, dass sie, wir haben das A73 von Samsung, das müsste reichen. Das kostet um die 500 Euro. Also so ein ganz, ganz teures natürlich nicht. Ansonsten freue ich mich, dass ich hier tolle Videos posten kann, hier auch über Deutschland. Und das gibt jetzt einen bunten Mix. Und bleibt diesem Kanal treu, Daumen hoch, abonniert ihn. Und ihr werdet es nicht bereuen, es geht hier weiter. Gebt mir ein bisschen Zeit. Ich bin mich immer noch am Einarbeiten, Einleben hier in Deutschland. Mir geht's gesundheitlich sehr gut, aber finanziell leider nicht, denn ich habe hohe Zahnarztrechnungen zu bezahlen und deswegen lebe ich zurzeit also nicht auf großem Fuße. Aber ich habe ja Gott sei Dank dieses Fahrrad gekauft und das freut mich natürlich ohne Ende. Und somit kann ich trotzdem hier das Leben genießen. Oh, da sind sie mit dem Pferden unterwegs. Ja. Das hier mal am Rande erwähnt, das geht natürlich weiter, Leute, und ich bin froh, wenn ihr dabei seid. Ansonsten wollten ja viele wissen, warum ich zurückgekommen bin von den Philippinen. Und der Hauptgrund ist natürlich, erstens mal wollte ich warten, dass ich mich ganz objektiv wieder eingestimmt habe. Mir haben verschiedene Sachen auf den Philippinen nicht mehr gefallen. Aber der Hauptgrund ist natürlich bei mir finanzieller Natur gewesen. Meine Geldreserven waren aufgebraucht. Ich habe nicht mehr richtig Geld verdient und ich wollte jetzt nicht irgendwie in einem Callcenter oder sonst wo anfangen und dann Stromausfälle und schlechtes Internet. Ihr wisst, mein Trading-Business hat dadurch sehr gelitten und das alles hat dazu geführt, dass ich mich dann im Endeffekt entschieden habe, bevor ich gar kein Geld mehr gehabt hätte, nach Deutschland erstmal zurückzukommen. Was heißt zurück? Nach Deutschland zu kommen, also nach Deutschland auszuwandern von den Philippinen. Und inzwischen habe ich hier eine Wohnung, ich bin Bürgergeldempfänger und ja, im Prinzip bin ich ganz gut drauf. Ich baue langsam wieder auf, ich habe ja diese Fastenkur hinter mich gebracht, dann eine Woche, über eine Woche Suppe gegessen, immer gekochtes und so, leicht verdauliches und im Endeffekt, ja, jetzt ist alles wieder im Lot, mich freut alles, ich bin gut drauf und das ist schon mal eine Information, die ich euch auch geben möchte. Hello and welcome to the show. We left our hearts back at the door. Something sensational's about to happen here. So rare and beautiful, no one's ever seen. The poster says it's the greatest show on earth, and no one reads the fine print anymore. We do it all just to see you smile. Give me applause and I won't call you mine. Shattering sounds. Oh,
doesn't faze me anymore. Something unusual happens all the time. It doesn't move me, it doesn't make me smile. As entertainers, we put the rest to shame. If you are triggered, I'm not the one to blame. For the tickets we offer no return, I'll keep on singing while the planet burns. I am blinded by the light of exploding stars. All I hear is a shattering sound that had drifted far. Wunderschöne alte Windmühle. So, ich bin hier in einer Wiese und da fliegen die Bienen mit lauter Krokussen hier. Wunderschön. Ich traue mich hier gar nicht zu laufen und da nicht drauf zu treten. Und hier Haselnuss. So, das ist der Fluss hier. Ja, der hat ganz schön Wasser momentan. Wassersäule, naja, der war wohl schon mal höher. Ist 3,80 Meter. Und da hinten ist der Deich. Überschwemmungsschutz. Batteriewechsel von der Action Cam. Hier, da ist sie montiert. Ja, das ist so warm jetzt hier. Da ist der Damm. Überschwemmung. Hier der Fluss. Ich bin bald wieder zurück in Bad Düben. Ach, toll. Und die klare Luft und der Himmel hier ist einfach super. And I feel something real, magical emotion had taken all control, and it's carrying me up, and it's carrying me through, in the shape of a sound, and I give it to you, give it all to you. Thank you for coming to the show. We'll get our hearts back at the door. Something unthinkable has happened here tonight, and I'm still processing the thoughts I have inside. People will say it's the greatest show on earth. I can't object, I just don't have the nerve. It's lights and mirrors and castles made of smoke. A distraction from what truly matters most. I am blinded by the light. All I hear is a shattering sound that had drifted far. And I feel. Liebe Leute, das war's für heute. Ich fahre jetzt hier zurück nach Bad Düben. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht. Also Fastenkur ist vorbei. Ich habe es überstanden. Ich war ganz schwach am Schluss. Konnte kaum mehr laufen. Und das hat eine ganze Zeit gebraucht, bis ich wieder aufgebaut habe. Aber ich habe schön mit Suppe, eine Woche Suppe und so. War Suppe, super. Super Suppe. Jetzt wollte ich hier nochmal das Fahrrad, wenn es so liegt. Schaut mal, das ist mein ganzer Stolz hier, mein Fahrrad. Okay.
it all to you.